Hallo meine Lieben, willkommen in der Soul Food Academy. Ich bin der Mario und heute machen wir einen meiner Lieblingsklassiker aus Österreich, Rindsrouladen. Schaut her, wir brauchen schönes Rindfleisch. Das ist eine Schale in dem Fall. Mein Metzger sagt, er soll es richtig schön dünn schneiden. Schau, da brauchen wir fast nicht mehr klopfen und ich brauche es gar nicht mehr klopfen. Dann haben wir einen geilen Bacon, Karotte, Sellerie, Wurzelgemüse, was ihr haben wollt, Essiggurkel, Zwiebel, ein paar Zahnstocher oder Schaschlikspießel zum Zusammenstecken. Dann brauchen wir unseren Schmoransatz, verlinke ich euch. Rindsuppe zum Aufgießen, verlinke ich auch. Salz, Pfeffer, Olivenöl zum Anbraten und dann geht's schon los. Attacke, wir rollen die Rindsroulade. So, unsere Stifte haben wir hergerichtet. Dann werden wir noch einen Zwiebel vorbereiten. Haben wir also ein schönes Spalterl rein, eine Rohroulade. Dann haben wir 4 Zwiebelspalten. Unser schönes geschnittenes Fleisch. Das läuft dem Spitzer zu, die Spitze nach hinten. So, dann kommt rein ordentlich Senf, in dem Fall Estragon-Senf. Richtig schön bestreichen. Dann ordentlich salzen, das waren jetzt 4 Finger. Schön pfeffern. Ihr wisst ja, neben dem Pfeffersporn gut würzen. Ordentlich drauf. Dann vom unsere Fülle, dann legen wir jetzt 2 Scheiben Speck rein, dann ein Selleriestifter, ein Karottenstifter, ein Essiggurkel und eine Zwiebel. Und jetzt rollen wir das Ganze schön straff ein Seitenschwamm rein. Perfekt, so sieht es ausschauen. Dann haben wir unsere Spießerl. Und dann spießen wir das fest, damit die beim Kochen nicht aufreißt. Müsst ihr euch merken, wie ihr wieder reinsteckt, damit ihr die vorm Servieren wieder aussetzt. So richten wir das her. Machen wir noch eine. Zack. Das hat er gut gemacht, der Metzger. Einstreichen. Schön dick Senf drauf. Nicht sparen damit. Salzen. Pfeffern, die Fülle rein, Sellerie, Karotte, Essiggurkel, Depp. Du sagst auch nichts. Das Wichtigste wir vergessen. Speck. 2 Scheiben Speck. Es tut mir leid. Damit es auch noch schmeckt, der ganze Quagel da. Schmeckt auch ohne Speck. Also wenn du keinen Speck wollt, müsst kein Speck einrühren. So, unsere Fülle ist drin. Und dann werden wir schon wieder einrollen. Schön eng rollen. Die Seiten einschlagen. Genau. Und festpixen. So, unser Rindsrouladen ist vorbereitet. Gefüllt, gerollt. Platte auf Vollgas. Dann haben wir mal gute 2-3 Esslöffel Olivenöl in den Topf. Und so easy geht das Kochen, wenn man gut vorbereitet ist. Schmarrnsatz haben wir fertig, Rindsuppe haben wir fertig. Haben wir eigentlich nur die Rindsrouladen gefüllt und eingerollt. Zack. Die braten wir jetzt an. Schön heiß anbraten, dass wir noch ein bisschen extra Röstaromen kriegen. Genau so soll ich anhorchen. Perfekt. So, das her, unsere Rindsrouladen sind schön angebraten rundherum. Jetzt kommt ein Glas von unserem Schmoransatz drauf. Da ist ja die ganze Bauer Rotwein, Tomatenmark, Gemüse schon drin. Dann haben wir noch ein bisschen Rindsuppe. Da können wir noch ein bisschen das Glas raus. Drüber damit. Ja, herrlich. Und so einfach kann Kochen sein, wenn man gut vorbereitet ist. Das muss jetzt nicht ganz überdeckend sein, weil die Rindsrouladen zieht sich ein bisschen zusammen. So, das lassen wir jetzt einmal aufkochen, Deckel drauf, dann auf leichter Hitze zurückdrehen und wird ungefähr dauern, nur 1,5 Stunden kommt das Fleisch drauf an. Unsere Rindsrouladen kochen schön, ihr müsst jetzt nicht früh auskochen und wenn ihr fragt, wie merke ich, dass sie fertig sind, ganz am Anfang einmal einstechen und dann merkst du richtig den Widerstand vom Fleisch. Und wenn die Fleischgabel ganz leicht durchs Fleisch durchgeht, wie ein warmes Messer durch Butter, dann ist die Rindsroulade fertig. Die Rindsrouladen sind fertig,
Wenn du Sport, wenn du jetzt einstichst, merkst du richtig, ah, Butterzart, richtig weiches Fleisch. Ich hole alle und hol mal jetzt raus. Ah, herrlich. Sehr geil. Die Sauce durch den Schmoren, den meine dann haben und jetzt natürlich das Rindfleisch, das rausgekocht hat, ist richtig, richtig kräftig geworden. Ich darf mal jetzt ein bisschen aufmixen, damit sie noch ein bisschen sämiger. Das Gemüse geht mit der Bindung zusammen. Richtig super. Fertig, so soll es gemixt, die Spießerl außer nicht vergessen. Ich liebe diese traditionellen Gerichte. Aufschneiden. Genau so soll das ausschauen. Sehr lecker. Perfekt ist das. Dann ein bisschen Soße dazu. Super. Klassisch würde es jetzt mit Kartoffelpüree servieren oder den Beluga-Linsen, die wir heute schon mal gemacht haben. Gutes Gelingen beim Nachkochen. Tschüss, euer Mario. Jawohl.